Die Adressen, die Julia in Brighton anfahren muss, liegen weit verstreut in der Stadt und der näheren Umgebung. Immer gilt es, einen Stephen Jones zu finden, der Peters Sohn sein könnte. Oder aber auch zweifelsfrei auszuschließen, dass es sich um den Gesuchten handelt. Eine Menge kleinteilige Arbeit für Julia. In der Hausnummer 29 lebt eine Familie Jones mit einem Stephen Jones? Da leben eine Sue und ein Colin, aber Colin ist verstorben. Aber da lebt kein Stephen. Nein, niemand, der Stephen heißt. Gut, Wiedersehen. Hier lebt keine Familie Jones? Tut mir leid. Ich suche einen Stephen Jones. Den gibt es hier nicht. Wieder einer weg von der Liste. Echt schwierig. Bis in den frühen Abend hinein hat Julia keinen Erfolg. Ja, da war jetzt leider niemand zu Hause. Das werde ich wohl morgen noch mal versuchen müssen. Ich war jetzt den ganzen Tag unterwegs, kreuz und quer durch die Stadt. Ich mache morgen weiter. Ein langer Tag geht zu Ende. Und immer noch ist Julia keinen Schritt weiter. Sollte sich die ältere Dame mit ihren Erinnerungen, die Julia nach Brighton führten, schlichtweg geirrt haben? Am nächsten Morgen. Julia setzt ihre Suche in Brighton fort. Doch langsam schwindet ihre Zuversicht, Peters Sohn hier zu finden. Ja, ich habe jetzt noch genau zwei Namen auf meiner Liste. Und wenn ich da nicht weiterkomme, dann weiß ich auch nie weiter. Im Stadtteil Preston befindet sich der vorletzte Eintrag auf Julias Liste. Lebt hier vielleicht Peters Sohn Stephen? Das ist die Adresse. Sieht doch lustig aus. Oh. Hier hängt ein Zettel. To Amazon Delivery Man, please leave parcel your neighbor. Also das dann an den Paketdienst von Amazon. Er soll bitte das Paket im Geschäft nebenan zurücklassen. Vielen Dank. C.Scha-Scha-Schalala. Keine Ahnung, kann ich nicht lesen. Auf jeden Fall nicht Jones. Und zu Hause ist auch niemand. Ich glaube, ich bin wieder falsch. Da ist jemand. Excuse me. Entschuldigung, mein Name ist Julia. Hallo. Ich war gerade da drüben an dem Haus, weil ich einen Stephen Jones suche. Und ich habe diese Adresse hier. Stephen Jones? Yes. Genau. Wissen Sie, ob da drüben mal ein Stephen Jones gewohnt hat oder wohnt? Ich habe hier diese Adresse gefunden. Ja, er hat hier vor langer Zeit gewohnt. Wirklich? Ja, aber schon länger nicht mehr. Aber er hat da drüben gewohnt? Ja. Wissen Sie vielleicht, wo er hingezogen ist? Ich weiß leider nicht, wo Stephen ist, aber er hatte einen Bruder, der hieß Ian Jones. Okay. Tatsächlich kannte der Nachbar Stephen Jones. Besser noch als ihn kannte er jedoch seinen Bruder Ian Jones, einen ehemaligen Arbeitskollegen. Und dieser Ian soll seit 2 Jahren in der Hove Park School, nur wenige Kilometer entfernt, arbeiten. Okay, also werde ich jetzt einen Ian an der Schule suchen. Ja. Danke, dass Sie mir geholfen haben. Gern geschehen, kein Problem. Hat Julia nun endlich eine heiße Spur? Könnte dieser Ian Jones tatsächlich der Halbbruder von Peters Sohn Stephen sein? Um das herauszufinden, begibt sich Julia sofort auf die Suche nach der Hove Park School hier im Viertel. Excuse me. Entschuldigung, ich suche die Hove Park School. Hove Park School? Die Hove Park School, da lang. Ja, Sie müssen in diese Richtung. Also da lang. Da hinten auf der rechten Seite, immer geradeaus. Okay, thank you. Okay, danke. So, vorne rechts. Lustige Leute hier. Nur wenige Minuten später erreicht Julia dank tatkräftiger Hilfe der wegweisenden Passanten die Hove Park School. Ian Jones soll hier in der EDV-Abteilung der Schule tätig sein. Ruhig hier für eine Schule, oder? Hier eine Rezeption. Hallo. Hi. Ist das hier die Schule? Es ist so ruhig hier. Ja, im Moment sind Ferien und deshalb sind keine Schüler da. Oh, I see. I'm sorry. Entschuldigen Sie bitte, mir wurde gesagt, dass ein Ian Jones hier an der Schule arbeiten soll. Ja, der arbeitet hier. Ist er hier, wenn gerade Ferien sind? Nein, es ist kaum jemand vom Kollegium hier im Moment während der Ferien. Ah, that's why. Ich muss dringend mit ihm sprechen, weil ich eine Familie wieder zusammenführen möchte. Also es ist wirklich für einen guten Zweck. Wäre es möglich, dass Sie mir seine Nummer oder Kontaktdaten geben?
Ich kann ihm leider nicht seine Nummer geben. Aber ich kann versuchen, ihn jetzt zu erreichen. Das wäre nett. That would be great. Die Schulsekretärin erreicht Ian Jones sofort und gibt das Gespräch an Julia weiter. Die erklärt dem unbekannten Mann kurz, worum es geht. Ian ist natürlich sehr überrascht und zudem etwas zurückhaltend. Außerdem ist er gerade nicht zu Hause, sondern geht seinem ungewöhnlichen Hobby nach. Ja, Ian war jetzt am Telefon noch etwas skeptisch, aber er ist bereit, sich mit mir zu treffen, und zwar jetzt gleich an einer Hunderennbahn ganz hier in der Nähe. Ich kann jetzt nur hoffen, dass ich auf der richtigen Spur bin. Nur wenige hundert Meter weiter befindet sich das Hove Greyhound Stadium. Statt voller Ränge erwartet Julia wegen der aktuellen Ferien in der Region auch hier nur gähnende Leere an der Rennbahn. Wir sind hier an der Wettannahme verabredet. Ich weiß jetzt nicht, welcher es ist. Hi, excuse me. Guten Tag, ich suche Ian. Das bin ich. Hallo Ian, ich bin Julia. Hallo, angenehm. Ian, können wir uns hier unterhalten? Dann kann ich dir sagen, worum es geht. Das Rennen geht jetzt jeden Moment los. Können Sie so lange noch warten? Sie können sich ja da vorne hinsetzen. Ich warte da vorne. Bis gleich. Okay. Drei Minuten geht's los. Ist, glaube ich, zu spät zum Wetten, ne? Ich hätte jetzt wetten sollen. Oh, oh mein Gott. Vorsicht, wie schnell. Das gibt's doch nicht. Unglaublich schnell. Da kommt er. Hi Ian, the race is finished. Das Rennen ist vorbei? Ja, alles vorbei. Ich würde gerne mit dir über eine Familienangelegenheit sprechen. Family matter. Alright. Darf ich dich fragen, ob du einen Bruder hast, der Steven heißt? I do, yes. Really? Ja, habe ich. Ist er 1970 geboren? 1970? Ja, am 30. April 1970. Deine Mutter heißt Christine? Ja, so heißt sie. Ich habe überall nach ihm gesucht, weil sein leiblicher Vater ihn sehr vermisst. Oh, right. Yes. Das wird eine große Überraschung für ihn sein. Hat dein Bruder jemals über seine Vergangenheit gesprochen? Nein, das hat er nicht wirklich. Aber ich weiß schon, dass er einen anderen Vater hat. Er heißt Peter und war in der Armee. Okay. Hast du denn einen guten Kontakt zu deinem Bruder? Ja, er wohnt nur ein paar Meilen entfernt. Ian, würdest du mir denn seine Adresse geben? Ja, natürlich, sehr gerne. Das ist perfekt. Ich würde ihn gern überraschen. Also ruf ihn bitte nicht an oder verrat ihm irgendwas. Nein. Das ist wirklich toll. Vielen herzlichen Dank, Ian. Sehr gern. Ich habe Steven gefunden. Das muss ich erst mal sacken lassen. Ich verstehe das total. Ich habe mich dann natürlich sofort auf den Weg gemacht. Ja. Und bin zu deinem Sohn gefahren. Wir gucken weiter, ja? Ja, gern. Da 5, da ist die 6. Immer wieder großer Moment. Hi, I'm Julia. Ich bin Julia. Bist du Steven Jones? Ja. Hi. Ich habe mit deinem Bruder Ian gesprochen, weil ich dich suche. Alright, okay. Ich komme aus Deutschland und ich muss mit dir sprechen. Es ist etwas Gutes, eine Überraschung für dich. Okay. Kann ich dir das in Ruhe erklären? Explain it to you. Yeah. Surprised. Du bist jetzt ein bisschen überrascht, oder? Ja, bin ich. Möchtest du reinkommen? Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Ich habe ihn gefunden. Thank you. Das ist dein Sohn. Peter, ich habe mich dann mit ihm zusammengesetzt. Er hat mich ja sehr freundlich reingebeten. Und ich habe ihm erklärt, um was es geht. Aha. Und das würde ich dir gerne jetzt zeigen. Ja, super. Ja?
Stephen, I'm here because ich bin hier, weil dich dein leiblicher Vater, Peter, sucht. Überrascht dich das? Is that a surprise for you? Ja, und wie? Das letzte Mal, als wir uns begegnet sind, war ich noch ein Baby. Du hast dir nie vorgestellt, dass er an dich gedacht hat? Thinking about you? Nein. No, I assumed he... Das hätte ich niemals gedacht. It's a shock. Das ist ein Schock für mich. Aber a good shock. Ein guter Schock. Good shock. Sorry, I never thought... Damit hätte ich nie gerechnet. Du weißt nichts über deinen Vater? Nein. Ich weiß nur von meiner Mutter, dass er Soldat war, als ich noch ganz klein war. In the army. Und dass er uns verlassen hatte, als ich ein Jahr alt war. Mehr hat sie nicht erzählt. Ich hatte immer den Eindruck, dass es für sie sehr schwer war, über ihn zu sprechen. Dein Vater hat sich damals entschieden, zur Armee zu gehen. Er war in Nordengland stationiert. Da warst du gerade geboren. Dein Vater sagt, deine Mutter hat sich dort wohl nicht wohlgefühlt. Sie ist dann von jetzt auf gleich mit dir zusammen zu ihrer Mutter gezogen. Aber wann immer dein Vater konnte, hat er dich besucht. Nach ungefähr einem Jahr hat deine Mutter ihm dann gesagt, die Ehe sei gescheitert. Sie wolle sich von ihm scheiden lassen und das hat ihn hart getroffen. Dann wurde er nach Deutschland versetzt. Von da an wurde es ihm einfach unmöglich, dich zu sehen. Deine Mutter wollte ihr eigenes Leben leben. So entschied er sich, in Deutschland zu bleiben. Die ganze Geschichte hat ihn nachhaltig so schwer getroffen, dass er keine neue Familie gegründet hat. Das bedeutet, du bist sein einziger Sohn. Oh, tatsächlich. Okay. Tröstet es dich ein wenig, wenn du jetzt seine Geschichte hörst? Ja. Ja, because it's so different. Es ist genau das Gegenteil von dem, was ich immer gedacht habe. It's completely the opposite. I've got no reason. Es gibt keinen Grund mehr für mich, schlecht über ihn zu denken. Bad feelings to him. Hast du Platz für ihn in deinem Leben? Ja. Definitely. Ganz bestimmt. Stephen, what's your life? Wie lebst du heute? Life is good. Mein Leben ist ganz in Ordnung. Wir leben hier seit ungefähr 10 Jahren. Meine Frau heißt Sharon. Unser Sohn Ashley ist 23. Unsere Tochter Chloe ist 15 und unsere jüngste Tochter heißt Isabella und ist 7. Ich habe eine eigene Internetvertriebsfirma, die ganz gut läuft. Ich habe ein recht erfülltes Leben. Stephen, ich habe dir ein Foto mitgebracht. Okay. This is your father. Das ist dein Vater. Er hat freundliche Augen. Ich kann es gar nicht fassen. Wie fühlst du dich gerade? Overwhelming. Überwältigt. But in a good way. Aber positiv. He's not a name anymore. Er ist nicht mehr nur ein Name. He's a real person. Er ist nun eine reale Person. He says, er sagt, dich kennenzulernen ist das Wichtigste in seinem Leben. Ich möchte ihn auch unbedingt kennenlernen. Wirklich? Sehr gerne. Oh, ja. Hi, Dad. Hallo, Papa. It's been a long time. Es ist so viel Zeit vergangen. I can't believe you've... Ich kann es kaum glauben, dass du nach all den Jahren nach mir suchst. Damit hätte ich niemals gerechnet. I've got so many questions I want to ask you. Ich habe so viele Fragen an dich. Can't wait to see you. Ich kann es nicht erwarten, dich zu sehen. Erstmal irgendwo beruhigen. Ja. Nee, das wird nicht klappen. Warum? Weil dein Sohn da draußen auf dich wartet. Ich habe deinen Sohn mitgebracht. Und wenn du magst, dann würde ich dich gern zu ihm bringen. Sollen wir das machen? Vor über 40 Jahren verlor Stephen seinen Papa und wurde im Glauben groß, dass dieser die Familie im Stich ließ.
Jetzt zu wissen, dass Peter ihn sein ganzes Leben schmerzlich vermisste, berührt ihn zutiefst. Nun endlich können Vater und Sohn wieder zueinander finden. Peter, jetzt ist es endlich soweit. Da vorne um die Ecke wartet dein Sohn Steven auf dich. Geh zu ihm. Ich wünsche euch alles, alles Gute. All the best. Thank you. Nach 45 langen Jahren finden Vater und Sohn sich endlich wieder. Und die beiden haben sich so viel zu erzählen. Steven kennt nun auch die ganze Wahrheit. Und Peter ist einfach nur glücklich, dass sein ganz großer Traum in Erfüllung geht.